Hallo zusammen, mich ist wieder heute La und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir sind mal wieder hier bei der Ventier-Invasion, denn wir möchten ein Mount aus den Kisten rausziehen und dafür habe ich mir schon ein paar Kisten gefarmt. Und zwar heißen die Kriegskassette, oder nee, Kriegskasse, so rum, ich sage immer Kassette, Kriegskasse des Ernters. Und hier möchte ich gerne eine Fledermaus rausziehen. Die Flederschwinge des Ernters schimpft sich sie. Dafür müssten wir auf den Chars 10 Kisten rumliegen haben. Und ja, ich würde sagen, wir machen die mal auf. Und ich hoffe, dass das ein oder andere Mount mit drin ist. Gut, dann Kasse Nummer 1. Wir haben drin Seelenglut, ein paar Rubine und ja, Stygia, Sündensteinfragment. Okay, das war jetzt leider eine Nullnummer. Dann schauen wir mal auf den zweiten Account. Hier müssten wir auch nochmal irgendeine rumliegen haben. Genau, da haben wir sie. Oh boy, da war jetzt ein Haufen drin, aber ein Helm. Zweimal dasselbe Konduit. Warum kriege ich denn immer dasselbe Konduit doppelt? Ich verstehe es gar nicht. Schauen wir mal, kann der Char den Helm brauchen? Nee, den kann ich leider nicht brauchen. Okay, dann loggen wir mal weiter. Dann kommen wir zur nächsten Kiste und zwar Kiste Nummer 3. Was haben wir denn da drin? Ein Gürtel, Plattengürtel. Ah ja. Hier, den kann der Twink tatsächlich sogar gebrauchen. Aber sonst, ein bisschen Conduit-Zeug haben wir wieder drin. Okay, das brauchen wir nicht. Dann swappen wir hier weiter. Und mit dem anderen, Nummer 4, haben wir denn die kleine Kiste? Nee, hier habe ich gar keine. Ah, da muss ich auf einen anderen Twink weiter. Okay. So, dann kommen wir zur nächsten Kiste. Hier habe ich einen Char gefunden, der noch eine hat. Dann haben wir Kiste Nummer 4. Oh boy, was kriege ich denn wieder lauter Conduits? Dann Nummer 5, ne? Der hat eine Waffe rausgezogen. Ah nein, aber eine Zweihandwaffe als Tank. Ja gut, das kann man schon mal nicht brauchen. Wahrscheinlich habe ich bei denen, ja, der ist auf Waffen. Stellen wir den mal Schutz um, ne, dass der eine andere Waffe vielleicht das nächste Mal kriegt. Hier gut, also das war auch leider eine Nullnummer. Können wir hier schon mal umloggen wieder. Dann kommen wir zu Kiste Nummer 6. Puh, da war auch wieder nichts drin. Vielleicht können wir, warte mal, was waren das? Handgelenke, oder? Kann ich die wenigstens mit dem Twink hier anziehen? Da haben wir schon bessere, oder? Ja, Ja, gut, nächster Char. Dann kommen wir zu Nummer 7. Wieder nur Conduit. Okay, das war mal nix. Dann haben wir Kiste Nummer 8 hier. Drückt mir die Daumen. Ihr habt nicht genug Daumen gedrückt, ne? Ich sag's euch. Wir haben nur Hände bekommen. Na super, die hab ich halt auch schon. Besser, Mastery. Naja, nee, Versus besser. So, zwei Chancen haben wir noch. Gut, dann kommen wir zur vorletzten Kiste, Nummer 9. Ach komm, gib mir doch mal was anderes außer die Conduit-Dinger. Aber ich könnte sie zumindest mal einzahlen, ne, dass sie mir das Inventar nicht vollmüllen. Das hätte ich bei den anderen Chars vielleicht auch mal machen sollen. Zumindest sind die ja schon mal Item Level 200. Ist für die Twinks gar nicht so schlecht. Gut, eine letzte Kiste haben wir noch. Mal gucken, ob das will. So, jetzt schauen wir uns die letzte Kiste an. Drückt mir die Daumen, dass da ein Mount drin ist. Und zwar hier Kiste Nummer 10. Oh boy, was kriegt denn da ein Transmog, oder? Naja, zumindest haben wir einen Transmog durchgekriegt. Aber mal wieder. Nada niente. 10 Kisten, 10 mal kein Mount. Einfach nur schade. Naja, muss ich wohl noch lostigern und wieder ein paar mehr Kisten farmen. Das hilft leider nichts. Und ja, damit sind wir mit dem kleinen Video durch. Jetzt gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich wieder ein bisschen was gefarmt habe. Euer Tela, bis dann. Ciao.